Hallo Welt, da sind wir wieder auf der Jagd. Wir haben scheinbar. Ein Scharfschützengewehr haben wir scheinbar. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Yep, that spooked him all right. One minute. Damn it. Oh, der eine will nicht abhauen, aber die Schafe hauen schon ab. All right. Let's go round him up. Steige auf dein Pferd. Hey, wie hast du das geschafft? Du warst viel schneller auf deinem Pferd als ich. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here, there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Hey, wait up! There we go. Die bleiben einfach stehen. Die sind gebrandmarkt, die sind gekennzeichnet alle, die gehören irgendjemandem. Jetzt mach doch. Komm schon. Die sind stur. Ja. Ach, er holt das schon. Und nu? Alright, I think we got them all. Let's head to town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. Alright, whatever you say. I'm done arguing. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Um welchen Berg? Na, das wird schon richtig sein. That's more like it.
Aha. Die kennen doch bestimmt den Weg schon. Das ist ja mal interessant jetzt. Das erfordert allerhöchste Konzentration. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Na, da vorne kennt ihr euch doch bestimmt wieder aus jetzt. Those are up, boys. There you go. Oh, scheint er geklappt zu haben. Okay. Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Wir kommen gar nicht dazu, unsere Sachen zu verkaufen hier. Come on now, boy. On 18, I believe. Howdy. Ain't much game. Guess it wasn't your day today, huh? Hey, mister. Howdy. Warum reiten wir jetzt so langsam? Das geht nicht. Ich kann nicht beschleunigen irgendwie. Nichts. Im Gegenteil, da bleiben wir noch stehen. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. No, we never really was.
Das geht nicht. You can rest now, boy. Not everything, but in the end, I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromising. I fear at my age, I am too old to change. Gentlemen. Dutch, Nepo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold. My good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out what here the now! Hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn, when I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Paul Smith. Ich habe meine Bande zurückgelassen. Ach was. What you gone and done? Arthur, cover us! God, we'll push the wagon! Arthur, shoot someone! I'm trying! Don't be a shallow grave for you, Tim! Get behind the wagon as we push, Arthur! You can use it as cover! What are you doing? Get out of here! I'm right here!
sons of bitches! It's just a scrap! Shut up! You can talk. We all heard you whine about a little nick from a wolf. Would you shut up and kill these bastards? Why don't you run now while you still can? Oh, hier geht's dazu wie im Wilden Westen. This is madness! You're on the front line now, Mr. Strauss. Oh, you want to come at me? What are you doing, Arthur? Stay behind the wagon. You ain't pushing this thing! That's our horses over there! Come on, Brad Strauss! Oh, God! Arthur, we leave no man behind. Go get Strauss. Don't keep him here! Are you getting Strauss or not, Arthur? That's our horses over there. Come on, grab Strauss. Arthur! Oh, God! I'm not fine. Put a bullet in that bastard! Where did they all come from? Now's our chance. Come on. Put Strauss on the back of John's horse, and let's get out of here. Hey, make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go! Yeah! Alright. I better get out of here. Come and kill this asshole! Get ready! Die, you son of a bitch! Law's gonna make an example out of you! Oh, der Sheriff Stern. Gesetzeshüter auf der Suche. Wie lange denn? Na, bis wir raus sind aus dem Gebiet, oder?
Ach, die können uns doch nie sehen hier drin. Warum wird denn da die Pistole angezeigt? Ist das irgendeine, die wir aufsammeln sollen oder so? Oh nein, das war der Falsche! Wo ist er denn? Oh, da sind ja noch zwei, drei. Es sind immer noch drei. You messed with the wrong lawman. Ciao. Einer hängt jetzt wohl unten an der Leiter irgendwie.
was? Der lebt. Oh nein. Warum gab es jetzt für den einen so einen Negativeintrag? Und für die anderen alle nicht. Da sind nur noch zwei. Doch wo sind sie? Was ist? Stehen die da nur rum, oder? Ah, die warten auf Verstärkung. Jetzt kommen so viele. Breaking the law. Das ist eine Blume. Ich glaube, ich habe wieder das Pferd getroffen. Aus Versehen, aber nur.
Pferd hat einfach den größeren Kopf. Oh nein! He's the one! Got a bullet in his hand! Bring him down to Hayes. Battleman Revolver? Ach, hier liegt einfach nur so ein Gewehr rum. Ich dachte, irgendwas Interessantes wäre da für uns. Jetzt haben wir sie aber alle. Das müssen wir doch alles mitnehmen hier. Waren wir das? Jetzt echt? Das sind auch Banditen, unsere Kumpels. Lassen uns einfach alleine hier in der Stadt. Dabei gibt's so viel zum Einsammeln. Kommen die alle her?
Das ist ein schönes Gewehr. Oh, da kommen schon wieder drei. Das ist ein Pferd, oder? Das ist, glaube ich, unseres sogar. Was? You want dead, son of a bitch. Sind die in der Scheune?
der hat nichts. Versteck uns! Nein! Oh, warum ist das Pferd? Das war müde. War es das jetzt?
Oh. Da lebt ja noch einer. Oh, das sind ja immer noch so viele. Slipping away! Don't let that SOB get away! Right. Some fish get a loser ground. Come on.
Bis jetzt hat uns keiner gesehen. Naja, sowas musste ich jetzt sagen. Gut, wir sind getarnt. Und das war genau mein Plan. Da liegt noch einer. Oh, hoppla! Falsche Waffe! Uns ist die Munition ausgegangen. Wir haben noch immer fleißig gesammelt. Die haben nicht die richtige Munition dabei gehabt. Nichts wie weg. So, erst mit Schlamm getarnt, jetzt mit Steinen getarnt. Alles bestens. Schafe und Ziegen, abgeschlossen. War ein bisschen ruhig, aber ich war auch sicher, dass das ein anderes Ende nimmt. Moment, jetzt kennen sie uns nicht mehr. Dann können wir doch gleich dahin und Munition kaufen. Ja. Halt. Ich wollte schon sagen. Okay, uns erkennt niemand wieder. Außerdem waren wir ja sowieso mit Schlamm getarnt. Und so. Vielleicht können wir noch welche zusammenfegen. Wir haben ganz viel übersehen. Das sind noch ganz viele Sachen. Und ich habe gerade gesehen, so viele Ringe, wie ich da aufgehoben habe, dachte ich, waren das gar nicht. Es waren nur normal viele, nicht außergewöhnlich viele. Ich denke aber, dass wir die Munition auch noch in der nächsten Folge kaufen können. Dann wäre diese Folge nämlich schon vorbei. Aber da sehe ich gerade was, das kleine Pferd da hinten. Zum Glück sind die nicht mit Hunden gekommen, oder was ist das? Das ist ein Hund, okay.
Hey, boy. Come here. Will er nicht. Du hast so viele Verbrechen begangen, dass die Stadt abgeriegelt wurde. Es werden zusätzliche Patronen eingesetzt und du kannst keine hiesigen Geschäfte mehr. Bezahle dein Kopfgeld in einer Postmeisterei oder halte dich eine Weile aus dieser Gegend fern, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ach so. Keine Munition für uns. Unser Pferd ist noch da. Aber die haben uns doch gar nicht erkannt. Oh, jetzt werden wir gar nicht unsere Felle und so los. Tatsächlich, die stehen alle rum. Mit ihren weißen Hüten. Da steht einer. Aber ist das denn wirklich so eine Wache? Die stehen zu dritt mit Gewehren da rum. Sind das? Erkennt man die an weißen Hüten? Oh, shit. Oh, my God. Hello there. Misty. Hey, die sind einfach rübergefahren. Wo ist... Hello? Wait a second. I know who you are, you piece of... Heavens above! Entschuldigung. Ich mach das gleich wieder leise zu. Oh. Ich wollte das Kopfgeld bezahlen. Hat nicht geklappt. Hier ist gar keiner. Hier auch nicht. Die wollen mein Geld nicht. Vielleicht können wir auf der Kutsche mitfahren. Das mögen die zwar nicht, aber wir wären schön schnell. Welche drauf? Jetzt die Kutsche weg. Unser Pferd. Not again. Und so. Da war gar keiner in der Postmeisterei. Und unser Pferd, das hört gar nicht richtig. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Der Yeti? Der Bigfoot? Ach, unser Pferd. Wie bekommen wir es wieder? Naja, die Idee war schon nicht schlecht, aber... Nah rangehen?
Dann pfeifen und das wird schon kommen. Nicht möglich. See you in hell. Warum steht ihr hier eigentlich auf der Brücke rum? Munition? Ach du meine Güte, jetzt haben sie mich erkannt. Für 60 Cent. Nur weil unser Pferd nicht kommt. Hundertzehn auf einmal. Ja, das ist aber mal was. $110 sollen wir zahlen. Ah, das Pferd. Die haben das festgesetzt. Das hat eine Parkkralle vielleicht. Pferdenahrung? Oh, ziemlich gut für das Pferd, aber für uns nicht. Ich habe doch gerade irgendwas gesehen mit Gesundheit 4. Oder habe ich mir das eingebildet? War das nur ein Wunsch? Gesundheit 1. 2, ja gut, dann das. Na endlich, da bist du ja. Was hast du denn gemacht da ganz alleine? Parkkralle losgeworden? Jetzt müssen wir erstmal unser Kopfgeld bezahlen, oh nein. Ja, aber die haben uns erkannt, irgendwer. Ach ja, wir hatten ja auch die Maske nicht mehr auf. Immer eine Maske tragen, dann wird man nicht erkannt. Who goes there?
Hello, Arthur. So, we keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. This is lying low? Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Na gut, in der nächsten Folge reden wir mit Dutch. Oder können wir auch jetzt noch machen. Hallo. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Sure, this can wait. What's the problem here? Let's go! Oh, wir haben nicht mal die Sachen von unserem Auto verkauft. So, are we riding there? Ja. In der nächsten Folge, ja. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? Hey, slow down! Kommt er? Just ride with me. Come on. You were saying before you disappeared on me? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Ah, that didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah! Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. Whoa! Kommst du jetzt oder bleibst du da immer stehen und kommst erst, wenn ich auf dich zureite? Where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, with these Pinkertons, better paid bounty hunters, I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one, which guarantees even more trouble.
Also schön, das nehmen wir mit. Hey, get back on your horse. Steht nicht mal dabei, wie gut oder schlecht das ist. You know, I came because you asked me to. Whoa. Das wird ja eine Weiterreise geben. Easy. I think there must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Da liegt eine tote Leiche. He's been shot. Looks like trouble got here before us. Ja, schade, oder? Können wir nicht irgendwas rausholen aus dem? Ach so, wir sollen da irgendwas machen. Untersuchen. Geht doch nicht. Was soll ich denn hier machen? Da haben wir Blutspuren überall. Grünes Blut. Vielleicht war ein Alien. Ein Außerirdischer hat ihn angegriffen. Ach so. Hm. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Quit talking. You started it. Geht gar nicht. Ich kann. Ist das nicht meins? Oh doch, das ist meins. Moment, wir haben die ganze Zeit geschossen hier mit dem Warmint-Gewehr vorhin? Nein, ja doch, dafür haben wir keine Munition mehr. Oh, dann haben wir das hier so gut wie gar nicht benutzt, da hatten wir ja noch Munition. Ja, aber wir kamen ja sowieso nicht an das Pferd ran. You see there? Tents and a wagon. It looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Ja, ganz schön unaufgeräumt hier. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. Der zum blauen Bogen, den möchte ich auch haben. Was riechst denn du? Riech ich? Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Wie kann denn noch einer hier sein? Hier ist doch nichts mehr. Bist du sicher?
dass noch jemand hier ist. Manchmal meint man das ja auch nur. Da fühlt man sich einfach so beobachtet manchmal. Dahinter hocken zwei Mädels, zwei Frauen. Wie kriegen wir die da raus? Ich schieb mal den Wagen hier weg. Nein, der Wagen lässt sich nicht wegschieben, okay. Wie sehe ich denn aus? Ich sollte erstmal da vorne in dem Fluss baden gehen. Oh, Bayern. It's okay. It's okay. You can come out of there. You okay? Die verstehen unsere Sprache nicht wahrscheinlich. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Ich bin der Nette übrigens. Da, lupenrein bayerischen Akzent, hast du gehört? The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Hey, boy. Zu Fuß? Na, du bist ja drauf. Ich kann nicht so weit laufen, ich hab Blasen an den Füßen schon. Na doch, mit dem Pferd. Ja, was denn nun? Das Pferd ist Gold. Wir machen das schon. There. Tracks. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nur Steine. Du musst mir das mal zeigen, wie das geht. Ich würde hier links hochreiten. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. Ooh, we got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Hast du das gesehen? Kannst du das auch? Kann dein Pferd das? Want to look closer here. Ach so, du hast das. Ach, du hast auch das Adlerauge, wa? Das wird's wohl sein. Das benutzt du und Pferde folgen. Pferd, morgen. Okay. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es auch gesehen. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? They were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Hold up. Let me check this. Look, they go along the shore there. Das ist ein weiter Weg. I see him. What were you saying before? Bastards told me they killed Mac. Also weit. Da kann man gucken, aber da oben ist doch das Pferd. Right in front of Jack. Mac kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well, if it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young, a long while, a year.
think this is the right way? Give me a second. They carry on along this trail. So, you were saying? He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Hm? Das ist aber nicht unser Lager, oder? Da ist einer gefesselt. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Psst. This looks like our feller, Charles. Cut him free. Let's get out of here. Aber schön ruhig, ja? Ruhe doch. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne! Vorsicht! Take cover! Noch ein Bayer. What the hell do you think you're doing? What are we doing? This ain't even our guy. Ja, prima, das fängt ja super an hier. What they've left behind for us. Helfen Sie mir. It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Komm, du Bayer, zurück zu deiner Familie mal. Aber erstmal, schau mal hier. Man kann hier immer schöne Sachen finden von den Leuten. Ringe, Schmuck, Hüte. Aber die Hüte lieber nicht aufheben, sonst kriegst du... Ein Kopfgeld wird ausgesetzt auf deinen Kopf. Kriegst du nur Probleme. Aber vielleicht zählt das für Bayern ja nicht. Ich mag Bayern. Bier und so. Oktoberfest. Oh. Nie da gewesen. Nur von gehört. Ich habe das Wort habe ich schon mal gehört. Siehst du? Und schon können wir reiten. Vorher funktioniert das nämlich nicht mit dem Reiten. Wir müssen erst vorher alles einsammeln. Was eigentlich? Hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Das Lager hier, das ist doch bestimmt voll mit Kram. Kopf hoch. Es wird schon. Es werden schon bessere Tage kommen. Guck mal hier, Mais. Lecker. Popcorn, weißt du? Hier so ein Suppentopf. Voll am Qualmen, das Ding. Also, stimmt, heiß. Oder kalt. Sehr, sehr kalt. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist kaputt. Das Lasso hat Knoten drin, hat einer kaputt gemacht schon. Los, auf geht's. Alright, come on. I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Ja, du sitzt ja schon drauf. Du kannst ja aber auch eins der anderen Pferde nehmen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich denn hier nicht in die Satteltasche mal reingeguckt? Warte mal. Du kannst ja dieses Pferd hier nehmen. Au! Pass auf, Pferde können treten. Wehe, du trittst nochmal. Sicher ist sicher, oder? Aua! Du spinnst! Das tritt kein zweites Mal zu. Hey, Kopf hoch. Es wird schon. Guck mal, Hühner. Keine Sorge, ich kenne den Wald wie meine Westentasche. Ich habe gar keine Weste, aber hätte ich eine, würde ich die Tasche davon kennen. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld, Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Jetzt verstehe ich das erst. Ich kann ihn ja verstehen. Den Bayern hinten drauf. Ja. Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, warum hört er sich so komisch an, habe ich mich gedacht. Habe ich mir überlegt. Dachte ich mir, meine ich. Ich dachte, irgendwas stimmt doch da nicht. Die haben aber einen komischen Sprecher genommen dafür. Jetzt weiß ich, warum das so komisch klingt. Ich verstehe jedes Wort von dem, was der sagt. Die ganze Zeit verstehe ich gar nichts. Den müssen wir unbedingt behalten. Von dem, was die sagen und lesen. Ich kann doch nicht gleichzeitig denken und lesen. Ach, na jetzt wird alles gut. Endlich wissen wir dann, worum es hier geht überhaupt. Hab mich schon gewundert. Nur Pferde, keine Autos. Naja, unser Pferd heißt Auto. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Können wir den Schatz behalten? Oh. Andreas, Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here, this place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Ramos, alles klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Schnaps. Dankeschön. Drogen. Thank you. Bayerisches Vielen Gras. Vielen Dank, herzlichen Gold. Dank. Jetzt ehrlich? Gold? Gold. Guess it was a pleasure. Ja! Ach, jetzt müssen wir mit dem wieder rumrennen.
Ich will lieber den anderen in Bayern, will ich lieber. Oh. You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Good morning, Uncle Arthur. Na, jetzt sind wir aber am Ende der Folge und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.